Ein Shirt von Adidas, eine Bluse von Hugo Boss, ein Shirt von Puma. Insgesamt 25 Klamotten, die alle was gemeinsam haben könnten. Es könnte Zwangsarbeit von unterdrückten Minderheiten drinstecken. Aus der abgeschotteten chinesischen Region Xinjiang. In Xinjiang gibt es halt eine sehr große Gefängnisindustrie. Manche schlugen mit Stöcken, andere peitschten Gefangene mit Kabeln. Bisher war das super schwierig nachzuverfolgen. Aber wir hatten da eine kleine Idee. Das hier ist Baumwolle. Die steckt in sehr vielen von unseren Klamotten drin. Und ein Fünftel der weltweiten Baumwolle stammt hierher. Aus Xinjiang, einer abgeschotteten Region im Westen Chinas. Sogar knapp 90% der gesamten Baumwolle Chinas kommen von hier. Man kann also kaum chinesische Baumwolle bekommen, die nicht aus Xinjiang stammt. Das Problem? Hier sollen Hunderttausende Uiguren und Angehörige anderer Minderheiten in Lager und Gefängnisse gesteckt worden sein. Die Gefangenen ernten oder nähen offenbar auch für Textilunternehmen. Auch deutsche Firmen stehen unter dem Verdacht, von dieser Zwangsarbeit zu profitieren. Den Vorwurf gibt es schon länger. Die Unternehmen haben das natürlich abgestritten und gesagt, wir beziehen keine Baumwolle mehr aus der Region. Wirklich? Das wollten mein Kollege Florian und ich genauer wissen. Kann man irgendwie nachweisen, woher die Baumwolle in unseren Klamotten stammt? Spoiler, das geht. Dafür muss man die Baumwolle untersuchen. Genauer gesagt, ihre chemische Zusammensetzung. Denn die verrät, woher sie stammt. Dazu später mehr. Erstmal benötigen wir Baumwolle aus Xinjiang. Je mehr Proben, desto besser. Wir hier am Handy müssen Baumwolle aus einer 5000 Kilometer entfernten, abgeschotteten Region in China organisieren. Unsere erste Challenge. Wir bitten Menschen in Hongkong um Hilfe, die sich als interessierte Käufer ausgeben. Es sei schwierig, die Verkäufer sehr vorsichtig, schreiben sie uns. Sie versuchen es weiter und sind froh, dass wir noch ein paar Wochen haben, bis wir die Baumwolle tatsächlich brauchen. Nach den vielen Berichten über die Zwangsarbeit sei das Misstrauen groß. Doch dann schicken sie diese Bilder. Xinjiang-Baumwolle, die sie kaufen konnten. Und sogar mit Herkunftsnachweis. Jetzt müssen sie die nur noch an den Sicherheitskontrollen vorbei zu uns bekommen. Und dann gleich noch zwei Treffer. Jetzt habe ich ganz authentisch nicht geguckt, welcher Stock es ist. Wir sind auf dem Weg zu jemandem, der uns bei dieser Recherche noch häufiger behilflich sein wird. Hi! Hallo! Grüß dich! Na? Ja, hi! Komm rein. Rune Steenberg ist Anthropologe. Er hat lange in Xinjiang gelebt und geforscht. Er hat was für uns besorgt. Hier, das ist also eine uigurische Matratze gewesen. Das ist das Innere der Matratze. Diese Matratze aus Xinjiang ist mit Baumwolle gefüllt. Und dann gibt es noch ein Paket, das sich Rune hat kommen lassen. Das ist Drogenschmuggel. Frische Baumwolle aus der Großstadt Kashgar in Xinjiang. Versteckt in Teppichen. Diese Baumwolle kommt aus Kashgar. Eine Freundin von mir, die Journalistin ist, ist in Kashgar gewesen. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie uns Baumwolle beschaffen könnte. Ja. Und sie war dann bei einem Baumwollhändler und hat mir auch Fotos davon geschickt, wie die Baumwolle da liegt. Und dann ist sie später in dem Teppichladen gewesen und hat sich dann gedacht, oder ich habe dann gedacht, wir können es da einwickeln. Ja. Okay, zwei Proben haben wir. Und die nächste kommt dann im Paket direkt aus Hongkong. Verschickt an eine unverdächtige Adresse. Versteckt in Kissen. Das hier, ja, hier, das ist rohe Baumwolle. Das sind ziemlich clevere Leute, mit denen wir da arbeiten. Und jetzt verraten wir euch, was wir damit vorhaben. Wir treiben noch eine vierte Baumwollprobe auf und fahren nach Jülich, an den Niederrhein. 500 Meter. 500 Meter entspricht hier ungefähr 10 Autohäusern. Alles voller Autohäuser. Da Technologiezentrum. Dazwischen das Labor vom Agroisolab. Da lang. Und hier wird gerade ein weltweit einzigartiges Verfahren entwickelt, um die Herkunft von Baumwolle in Kleidung nachzuweisen. Ja, machen wir so.
Was das Team von Dr. Markus Bohner noch nicht hatte, waren Baumwollproben aus Xinjiang. Dann haben wir hier Teil einer größeren Menge, die wir in Hongkong organisiert haben. Aber ist es wahrscheinlich, dass es aus China stammt? Das ist hundertprozentig. Da haben wir auch entsprechende Papiere. Also können Sie doch noch einmal kurz beschreiben, sozusagen, was wir hier mit der Baumwolle machen jetzt? Die Natur hat in der Baumwolle eine Signatur hinterlassen, wie eine Art isotopischer Fingerabdruck. Und den müssen wir suchen, um dann entsprechend Baumwolle herkunftsmäßig zuzuordnen. Um das zu tun, wird unsere Baumwolle aus Xinjiang jetzt verarbeitet. Dampft und zischt. Das ist Wissenschaft. Erst wird sie mit Stickstoff gefriergetrocknet. Dann wird sie in dieser Maschine zu einem Pulver zerkleinert. Und das muss dann am Ende abgewogen werden. Auf genau 1 Milligramm. So, bitteschön. Sie dürfen da. Ja, okay. Na dann. Und das ist der Laborstandard, der ist sehr leicht einzuwiegen. Auch noch zu viel, aber gut. Und jetzt bitte genau da reintreffen. Ja. 2,3. Ja. Haben Sie es verdoppelt. Ne? Und das müssen Sie bitte dann jetzt für jedes Isotop mindestens 100 Mal machen. Okay, dann sind wir froh, dass wir Sie haben. Nochmal eine kurze Chemiestunde. Baumwolle besteht wie alle Stoffe auf der Welt aus verschiedenen chemischen Elementen. Diese Elemente gibt es jeweils in verschiedenen Varianten, den sogenannten Isotopen. Diese Isotope kann man im Labor genau bestimmen. Welche Isotope es in der Baumwolle gibt, unterscheidet sich von Region zu Region. Baumwolle aus Xinjiang unterscheidet sich beispielsweise eindeutig von Baumwolle aus dem benachbarten Kirgisistan. So bekommt man also eine Art chemischen Fingerabdruck der Baumwolle. Den kann man mit anderen Fingerabdrücken vergleichen. Stammen zwei Proben aus derselben Region, verraten es die Isotopen. Und genau das machen jetzt Dr. Bohner und sein Team. Jedes Isotop muss dann einzeln vermessen werden, nicht einmal, sondern mindestens dreimal. Und das ist halt Zeit- und arbeitsaufwendig. Ne? Dreimal, damit man sicher gehen kann, dass das Ergebnis korrekt ist? Oder? Genau. Ne? In ein paar Wochen wissen wir, ob auch unsere Baumwolle einen eindeutigen Fingerabdruck hat. Wie schlimm sind die Umstände, unter denen die Baumwolle in Xinjiang geerntet wird? Leider können wir nicht dorthin. Wir bekommen kein Visum. Stattdessen reisen wir nach Istanbul. Viele in Xinjiang verfolgte Uiguren flüchten hierher. In Istanbul gibt es deshalb eine der größten Exilgemeinden. Darunter auch einige Menschen, die die Baumwollindustrie gut kennen. Ja, wir sind auf dem Weg zu einem Interview mit einem Uiguren, der uns darüber berichten möchte, wie er Zwangsarbeit auf den Baumwollfeldern in Xinjiang erlebt hat, über viele Jahre. Irgendwo in Istanbul. Balık, der Fisch. Mit dabei ist auch wieder unser Experte Rune. Er hilft uns beim Übersetzen. Gemeinsam treffen wir Eyüp, der eigentlich anders heißt. Wir werden seine Stimme nachsprechen, um ihn zu schützen. Als Jugendlicher hat er selbst auf Baumwollfeldern gearbeitet. 8 bis 10 Stunden Baumwolle zu ernten ist sehr anstrengend. Du kannst nicht sitzen, du verbringst den ganzen Tag gebückt. Der Rücken schmerzt und dazu ist es sehr heiß. Bei 30 Grad Celsius zu ernten erschöpft einen sehr. Die Zwangsarbeit begann in den 2000er Jahren. Damals sagte die Regierung, es gäbe zu viele junge Männer, die zu wenig arbeiten. Die zwangen sie dann auf großen Feldern und in den großen Baumwollanbaugebieten für sehr niedrige Löhne zu arbeiten. Ab 2010 seien dann immer mehr Menschen zur Arbeit auf den Feldern gezwungen worden. Teilweise jeder 5. Bewohner eines Dorfes. Wer sich weigerte, wurde ins Lager gebracht. Ich habe 2014 mitbekommen, wie aus einem Dorf in unserer Nähe 175 Menschen in ein Lager gebracht worden sind, nur weil sie sich lieber um ihre eigenen Felder kümmern wollten, als um die von Fremden. Sie sind dafür zu 5 bis 18 Jahren Haft verurteilt worden. Eyüp besaß selbst Baumwollfelder. In Istanbul zeigt er uns in einem Baumwollgeschäft, wie sich die Qualität von Baumwolle unterscheiden lässt.
Und je länger die Fasern sind, umso teurer sind sie. Diese langfaserige Baumwolle sei in Xinjiang vor allem für den Export bestimmt. Sie werde ausschließlich per Hand geerntet. Denn Erntemaschinen könnten gute Baumwolle nicht von schlechter trennen. Der Hauptgrund für die Zwangsarbeit ist, dass sich die höchste Qualität nur erreichen lässt, wenn Baumwolle von Hand gepflückt wird. Doch die Felder sind so groß geworden, dass freiwillige Arbeiter dafür nicht ausreichen. Außerdem wäre es auch zu teuer. Deswegen zwingt die Regierung Menschen zum Pflücken. Never knew. Und das macht die handgepflückte Baumwolle aus Xinjiang noch attraktiver. Sie hat nicht nur gute Qualität, sie ist auch noch billig. Und sie ist auch hier in der Türkei beliebt. Immerhin der wichtigste Textilhersteller Europas. Never knew. In Denizli im Südwesten des Landes kann man das besonders gut sehen. Ein ganzes Industriegebiet voller Textilhersteller. Never knew. Never knew. Die Investigativjournalistin Burcu Karakaş hat für uns unzählige Unternehmen abtelefoniert, um herauszufinden, woher sie Baumwolle beziehen und an wen sie liefern. Actually, it was really hard to get someone to talk to us. So now we are gonna be there in 5 minutes and we are gonna interview the manager. Das hier ist Ali. Wir haben uns entschieden, den Namen seiner Firma nicht zu nennen, aus Fairness. Es geht in unserer Recherche nicht um kleine Zulieferbetriebe wie seinen, sondern um die großen Unternehmen. Alis Firma bezieht Garn und stellt daraus Stoffe her. Diese liefert er an andere türkische Unternehmen, die daraus auch Kleidung für deutsche Marken produzieren. Wir fragen Ali nach seinen Lieferanten. İplikleri genelde yurt dışından alıyoruz ama Çin'den de ihraç ettiğimiz, ithal ettiğimiz iplikler var. Oradaki iplikleri de kullanıyoruz. Tabii bu pandemi sürecinde ithal gelen ipliklerin gelişinde, sevkiyatında, yüklemesinde birçok sıkıntılar yaşadığımız için o dönem bir miktar yurt içi daha ağırlıklı oldu. Ama tabii onlar da şimdi yavaş yavaş bu süreci aştılar. Yani %50-%50 diyebilirim. Chinesische Baumwolle sei für türkische Unternehmen sehr wichtig. Türkiye'de büyük çoğunluk Çin'den gelen ipliklerle genelde fiyat tutturuyor. Çünkü büyük markaların fiyat politikası biraz sert ve katı yani. Hani çok fazla marjlar yok. Karlılık oranları çok düşük. Yurt içinden aldığınız iplikle bu fiyatları yakalayamıyorsunuz. O karlılıkları edemiyorsunuz. İçerideki çarkın dönmesi için de belli bir karı elde etmeniz gerekiyor. Yani yaşayabilmeniz için o parayı kazanmanız gerekiyor. Ohne chinesische Baumwolle läuft hier also nichts. Und die stammt, wir erinnern uns, fast immer aus Xinjiang. Die chinesische Regierung bestreitet natürlich, dass es Zwangsarbeiter auf ihren Baumwollfeldern gibt und geht mit massiver Propaganda gegen den Vorwurf vor. Ein beliebtes Argument ist, dass mittlerweile ein Großteil der Baumwollfelder von Maschinen geerntet würden. Sprich, wo keine Pflücker, da auch keine Zwangsarbeiter. Das Argument wird auch massiv vom chinesischen Staatsfernsehen vorgetragen. Die Baumwollbauern in der Region würden immer mehr auf Maschinenernte setzen. Der Anteil der Maschinisierung sei auf mehr als 85% gewachsen. Das wollten wir prüfen. Gar nicht so einfach, wenn einen die chinesische Regierung nicht nach Xinjiang lässt. Wir wollen aber trotzdem wissen, wie viel Baumwolle mit der Hand geerntet wird und wie viel mit der Maschine. Und wir hatten eine Idee, wir können dafür Satellitenbilder benutzen. Dafür haben wir uns Spezialisten gesucht, die Satellitendaten auswerten können. Grüß dich. Hi. Eine Herausforderung, denn Xinjiang hat eine Fläche, die 4-mal größer ist als Deutschland und die Methode mussten wir gemeinsam erst ganz neu entwickeln. Das waren sozusagen da die technischen Herausforderungen. Naja, du findest relativ schnell im Prinzip Baumwollfelder, weil die sind ja weiß, wenn sie in der Blüte stehen und braun, wenn sie abgeerntet sind. Und du kannst auch hier, ich habe mal so ein Video vorbereitet, im Prinzip, wo du siehst, wie das aussieht, wenn es gerade frisch von Maschinen geerntet wurde. Weil dann siehst du im Prinzip relativ deutlich diese Baumwollballen. Einfacher wäre es jetzt, wenn man mit der Methode hochauflösend von ganz Westchina im Prinzip Aufnahmen macht und nach diesen Ballen sucht. Das hätte jetzt aber das Budget gesprengt und da würden Aufwand und Ertrag in keinem gesunden Verhältnis stehen. Und deswegen haben wir dann überlegt, wir müssen es anders machen. Was sie dann gemacht haben, funktioniert in etwa so. Sie haben die Ernteflächen Xinjiangs mithilfe von Satellitenaufnahmen gescannt und dann vereinfacht gesagt gecheckt, welche Farben reflektiert werden. Wenn die Baumwolle erntereif ist, sind die Felder weiß, danach braun. Passiert das besonders schnell, wurden die Felder maschinell geerntet.
wenn es langsam passiert, von Hand. Wie das Prinzip funktioniert, veranschaulichen diese Drohnenaufnahmen. Erntereife Baumwolle weiß, abgeerntete braun. Was ist denn jetzt das Endergebnis? Also wie viel Prozent der Baumwolle sind denn jetzt mit der Hand geerntet worden? Also wir haben jetzt insgesamt knapp 2,7 Millionen Hektar untersucht und davon sind ein bisschen über 900.000 Hektar handgeerntet, also ungefähr ein Drittel, ziemlich genau ein Drittel. Und wenn man das mal vergleicht, dann entspricht das ziemlich genau dem, was Australien und die Türkei an Baumwolle ernten. Und das sind auch Top 10 Produzenten von Baumwolle. Also muss man sich mal vorstellen, das ist halt eine gigantische Fläche. Noch einmal grafisch aufbereitet. 64% der Baumwolle wurden laut unserer Methode mit der Maschine geerntet. 36% von Hand. Und damit mehr als von der chinesischen Regierung behauptet. Besonders interessant ist das Ergebnis in der Anbauregion Kaschgar, wo die besonders hochwertige Baumwolle für den Export herkommt. Hier werden sogar 96% von Hand geerntet. Also, klar ist, Baumwolle wird natürlich nicht ausschließlich unter Zwang geerntet. Aber das Risiko ist riesig, dass es eben Zwangsarbeit auf den Baumwollfeldern gibt. Und dazu kommt noch ein weiteres Problem. Die Zwangsarbeit findet eben nicht nur auf den Baumwollfeldern statt, sondern auch in der Weiterverarbeitung. Dazu müssen wir noch einmal etwas ausholen. Vor einigen Jahren belegten geleakte Papiere, die chinesische Regierung verfolgt systematisch Minderheiten wie Uiguren, Kasachen, Kirgisen. Xinjiang liegt im äußersten Nordwesten Chinas und grenzt an Zentralasien. Die Minderheiten sind mehrheitlich muslimisch, haben eigene Traditionen und Sprachen. Einige streben nach Unabhängigkeit. Die chinesische Zentralregierung reagiert mit Unterdrückung. Sie soll Hunderttausende von ihnen in Lager gebracht haben. Satellitenbilder legen nahe, dass es hunderte Lager und Gefängnisse in Xinjiang gibt. Und die Haftanstalten werden jahrelang immer weiter ausgebaut. In der chinesischen Propaganda werden sie als Lernzentren mit Gesang und Malerei dargestellt. Mutige Journalistinnen und Aktivisten drehen die wenigen unabhängigen Bilder, die es von den Lagern gibt. Viele Aufnahmen erinnern weniger an Berufsschulen, sondern an Hochsicherheitsgefängnisse. Meterhohe Mauern, Wachtürme, Stacheldraht. Vergitterte Zellen, überall Kameras. Ehemalige Inhaftierte berichten von Gehirnwäsche und Folter. Mittlerweile landen wohl weniger Menschen in Lagern, dafür immer mehr willkürlich in Gefängnissen. Der Verdacht? Die Inhaftierten sollen dort auch zur Arbeit gezwungen werden, unter anderem für Textilunternehmen. Rune forscht zur Situation in Lagern und Gefängnissen in Xinjiang. Er hat viele Dokumente ausgewertet, darunter auch offizielle Papiere der chinesischen Regierung. Für was landet man denn im Gefängnis? Um 2009 und 10 herum, da gibt es eine starke Steigerung von Menschen, die aus politischen oder religiösen Gründen zu langen Haftstrafen verurteilt werden. Darunter fallen ein zu langer Bart, wenn man unter einem bestimmten Alter ist. Also für jüngere Männer, die dürfen keinen langen Bart haben. Du würdest auf jeden Fall ins Lager kommen, vielleicht sogar für 10 Jahre oder 15 ins Gefängnis mit dem Bart. Und dann sehen wir ab 2017 einen enormen Anstieg an Gefängnisstrafen in Xinjiang selbst. Die meisten davon sind wahrscheinlich Minderheiten. Wir sehen einen Anstieg um mehrere 100%. Die werden natürlich auch zur Arbeit gezwungen. In Xinjiang gibt es halt eine sehr große Gefängnisindustrie. Sowohl viele Gefängnisse als auch viele Unternehmen, die mit diesen Gefängnissen zusammenarbeiten und dadurch billige Arbeitskraft bekommen. Rune hat Kontakt zu einem Mann, der in einem solchen Gefängnis saß. Er lebt in England. Einer von vielen Menschen, die wir für diesen Film gesprochen haben. Erbakit Otabay wuchs in Xinjiang auf. Später zog der ethnische Kasache mit seiner Familie nach Kasachstan.
Als er 2017 nach Xinjiang zurückkehrte, um seinen kranken Vater zu besuchen, hätten ihm Polizisten den Pass abgenommen, erzählt er. Sie brachten ihn auf die Polizeistation und lasen sein Handy aus. Er konnte noch einmal gehen, doch dann sei er während der Arbeit von der Polizei abgeholt und auf der Station verhört worden. Nach dem Verhör im Tigerstuhl hätten die Polizisten dann Erbakits Urteil gefällt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er die Umerziehungslager selbst für Quatsch gehalten. Doch dann wurde er selbst eingesperrt. Zunächst ins Gefängnis. Die Zelle habe er sich mit 22 Gefangenen geteilt. Die Toilette nur ein Eimer in der Ecke. 98 Tage habe er durchgehend Hand- und Fußfesseln tragen müssen. Sie schnitten ihm in Hände und Füße. Noch heute trägt er die Narben. Die anderen Narben stammten von weiteren Misshandlungen. Einmal sei er zum Beispiel unter der Dusche mit Stromschlägen gefoltert worden. Die chinesische Regierung tut Augenzeugenberichte wie die von Erbakit immer wieder als vom Ausland verbreitete Propaganda ab. Nach langer Recherche sind wir mit einem Whistleblower verabredet, ein chinesischer Ex-Polizist. Er zeigt uns erstmal seine alten Uniformen. Wir nennen ihn Wang Lei Chang, zeigen ihn nur verdeckt und sprechen seine Aussagen nach. Er selbst hat Asyl, aber Angst um seine Familie. Wang zeigt uns auch Fotos und Dokumente, Belege für seine Geschichte. Er hat insgesamt 30 Jahre als Polizist gearbeitet, auch in Xinjiang. Er habe die Uiguren für islamistische Terroristen gehalten, aber sehr schnell erkannt, dass es um systematische Unterdrückung von Minderheiten ging. Wir haben gesagt bekommen, wer verhaftet werden soll. Und diese Person dann vor ihrer Haustür abgefangen. Wir sind auf sie gesprungen und haben sie zu Boden gedrückt. Wenn sie sich gewehrt haben, haben wir sie geschlagen. Wir haben ihnen die Hose runtergezogen und die Schuhe weggenommen, damit sie nicht fliehen konnten. Man habe auch Beweismittel gefälscht, zum Beispiel belastendes Material auf Smartphones aufgespielt. Geständnisse seien häufig unter Folter und Zwang zustande gekommen. Auch Wang sagt, er habe Menschen in Tigerstühle gesteckt. Es ist ihm unangenehm, über die Folter zu sprechen. Manche schlugen mit Stöcken, andere peitschten Gefangene mit Kabeln, weil sie das Schlagen mit den Stöcken zu anstrengend fanden. Hätte ich mich geweigert zu foltern, wäre ich sicher selbst festgenommen worden. Der ehemalige Häftling Erbakit sagt, er wurde mehrfach zwischen Umerziehungslager und Gefängnis hin und her verbracht. Am Ende sei er in diesem Lager gelandet und sollte in der Textilfabrik arbeiten. Er habe Kleidung nähen müssen, 11 Stunden am Tag. Auch der Ex-Polizist Wang will diese Form der Zwangsarbeit beobachtet haben. Während meiner Zeit in Xinjiang sind sehr viele Uiguren in Lager verbracht worden. Sie sollten dort durch Arbeit umerzogen werden, zum Beispiel nähen. Die produzierte Ware konnte dadurch auch viel günstiger verkauft werden. Erbakit erzählt, dass die Fabrik aus zwei streng abgetrennten Bereichen bestanden habe.
Einen für die Lagerinsassen und einen für normale Angestellte. Offenbar hatte das Gründe. Markanı bizge çaplatmaydı. Markanı özler kıldı onu. O kandak marka, kandak çerdiki onu biz okumayız. Endi belkim çıkıp körüp kalsa değdiğan dep oylaydım o. Was Herr Bucket da erzählt, ist ziemlich krass. Er wurde also im Lager nicht nur zum Nähen gezwungen, sondern es wurde wohl auch sehr aufwendig verhindert, dass er erkennen kann, für welche Marken sie da eigentlich produzieren. Tatsächlich gibt es schon länger den Verdacht, dass in den Gefängnissen und Lagern auch für internationale Marken produziert wird. Auch deutsche Unternehmen sollen von Firmen beliefert worden sein, die in Gefängnissen produzieren lassen. Ich glaube, auf dem Gelände ist das. Wir sind verabredet mit der Menschenrechtsorganisation ECCHR. Die sagt, solange die Gefahr von Zwangsarbeit so groß ist, dürften Unternehmen keine Baumwolle aus Xinjiang mehr nutzen. Und die NGO hat deswegen auch Geschäftsführer deutscher Unternehmen angezeigt. Es gibt definitiv Unternehmen, die sich ernsthaft darum kümmern, ihre Lieferketten aufzuräumen, die die richtigen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass die Arbeitsbedingungen in ihren Lieferketten menschenwürdig sind. Und dann gibt es aber auch Unternehmen, die sich definitiv dahinter zurückziehen, dass Lieferketten komplex sind, dass man das alles gar nicht ganz genau beobachten kann und nicht genau wissen kann. Diese Lieferketten sind ja jetzt nicht vom Himmel gefallen und die sind auch kein Naturereignis. Die sind organisiert worden von Unternehmen, um nämlich Wirtschaftsabläufe so profitabel wie möglich zu machen und mit so geringen ökonomischen Risiken wie möglich. So, und ich bin sicher, dass wenn man eine Lieferkette besser kontrollieren möchte, dann muss man die eventuell etwas schlichter strukturieren. Wir haben viele Unternehmen gefragt, ob wir mal mit ihnen über ihre Lieferketten sprechen könnten. Wir wollten uns erklären lassen, wie sie eigentlich Arbeitsschutz und Menschenrechte kontrollieren. Leider war kein einziges Unternehmen dazu bereit, uns ein Interview zu geben. Aber sie scheinen ein gewisses Bewusstsein für das Problem zu haben. Denn als die ersten Berichte zum Thema Zwangsarbeit rauskamen, haben sehr viele von ihnen öffentlich erklärt, dass sie in Zukunft keine Baumwolle mehr aus Xinjiang beziehen wollen. Adidas erklärt, es habe im Frühling 2019 seine Zulieferbetriebe aufgefordert, kein Garn mehr aus Xinjiang zu beziehen. Puma schreibt, dass es keine direkten oder indirekten Geschäftsbeziehungen zu Herstellern in Xinjiang unterhält. Bislang habe Hugo Boss im direkten Lieferverhältnis keine Waren bezogen, die aus der Region Xinjiang stammen. Wirklich? Wir haben Rückmeldung aus Jülich bekommen, und zwar ähneln sich alle unsere Baumwollproben und sie lassen sich eindeutig von anderen Regionen der Welt und Chinas unterscheiden. Das heißt, wir haben unseren eindeutigen Xinjiang-Fingerabdruck. Jetzt müssen wir nur noch klären, ob man die Herkunft der Baumwolle auch noch in fertiger Kleidung bestimmen kann. Wir haben noch ein bisschen Baumwolle aus Xinjiang übrig. Die bringen wir zur Fachhochschule Niederrhein. Ich höre gerne zu, wie du das Ding durch die Gegend kriegst. Naja, irgendwas müssen wir machen. Das Team von Karin Ratovo untersucht gemeinsam mit dem Agroisolab und dem WWF, ob es möglich ist, die Herkunft von Baumwolle in verarbeiteter Kleidung nachzuweisen. Weltweit zum ersten Mal. Na, hier gibt es ja jede Menge zu sehen. Es raucht, es dampft, es zischt. Hier wird jetzt auch unsere Xinjiang-Baumwolle zu einem Strumpf verarbeitet. Später werden die Kleidungsstücke dann noch chemisch behandelt, zum Beispiel gefärbt oder imprägniert, so wie es eben bei Kleidung üblich ist. Dann wird geprüft, ob der isotopische Fingerabdruck sich noch eindeutig unterscheiden lässt. Denken Sie denn, dass diese Ausgangshypothese sich bestätigt hat, also diese Hoffnung, dass man jetzt ein fertiges Textil nehmen kann und es zurückverfolgen kann zu zum Ursprung der Baumwolle? Also bis jetzt, also bis zu den jetzigen Ergebnissen schon. Wir sind schon überrascht, dass mit dem, was wir schon auf die Baumwolle draufgetan haben, es möglich ist, die zurückzuverfolgen. Das sind sehr gute Neuigkeiten. Man kann tatsächlich die Herkunft der Baumwolle in Kleidung nachweisen. Wir können also loslegen. Jetzt suchen wir uns Klamotten, die wir auf Xinjiang-Baumwolle testen können. Wir versuchen, Produkte zu identifizieren, die ein besonders hohes Risiko für Zwangsarbeit haben könnten. Es gibt Datenbanken, die quasi die Import- und Exportdaten von Ländern aufzeichnen. Und darüber lässt sich herausfinden, wie Produkte von A nach B gewandert sind. Jedes Jahr werden etwa 100 Milliarden Kleidungsstücke produziert. Ein Großteil davon wird um die Welt geschickt. Das sind unglaubliche Datenmengen.
Wochenlang durchsuchen wir die Handelsdatenbanken. Dazu Zulieferlisten großer Unternehmen, Geschäftsberichte chinesischer Textilhersteller und. Ha! There it is. Hier mal drei eher einfache Beispiele für Lieferketten. Ein chinesischer Hersteller, der auch schon mit Zwangsarbeit in Verbindung stand, produziert eine Bluse für Hugo Boss. Schon etwas komplexer ist die nächste. Einer der größten Textilhersteller Chinas liefert sehr viel Stoff an seine Tochterfirma in Vietnam. Dort werden T-Shirts von Adidas produziert, die bei uns verkauft werden. Oder die hier. Eine große chinesische Firma, die auch schon mit Zwangsarbeit in Verbindung stand, liefert Stoffe an eine indonesische Zulieferfirma. Diese näht Hemden für Jack Wolfskin und schickt sie nach Deutschland. Diese Klamotten bestellen wir dann online. Hashtag Biobaumwolle in Warenkorb. Willkommen zum großen Steuerung F Unboxing von Textilien aus potenzieller Zwangsarbeit. 100% recycelbare Verpackung. Man legt scheinbar Wert auf Nachhaltigkeit bei Hugo Boss. Erster wichtiger Test. Wurden die Produkte wirklich dort genäht, wo wir es recherchiert haben? Da ist es. Made in Vietnam. Sehr schön. Ich gucke einmal Label Check. Made in Indonesia. Scheint erstmal zu passen. Wir wollen aber noch ein bisschen richtiges Shopping-Feeling haben. Einmal bei Regen in Hamburg. Einmal bei Sonnenschein in Berlin. Das ist der Fernsehturm, daran erkennt man, dass es Berlin ist. Wir haben natürlich einen Plan, welche Klamotten wir kaufen wollen. Ein paar, bei denen wir wissen, dass sie Lieferketten bis nach Xinjiang haben. Und ein paar auch auf gut Glück. Ja. Zwei Hände voller Klamotten. Einmal die gesamte Bandbreite von dem, was Berlin-Mitte so zu bieten hat. Schauen wir mal. Wir schicken alles nach Jülich und warten, ob ein Treffer dabei ist. Wir wollten uns aber noch mal ein anderes Argument der Kleidungshersteller anschauen. Denn die erklären auch immer wieder, dass sie ihre Lieferketten überprüfen. Und zwar auch bis nach Xinjiang. Aber geht das überhaupt? Hallo? Wir können mit jemandem sprechen, der genau solche Prüfungen für große Marken macht. Dafür war er schon mehrere hundert Mal in China. Auch in Xinjiang. Doch das sei mittlerweile eigentlich unmöglich. Um seine Mitarbeiter in China zu schützen, spricht er nur anonym mit uns. How is the working situation in Xinjiang for auditors? Die Region ist mittlerweile komplett abgeriegelt. Meine Mitarbeiter haben Angst, selbst im Gefängnis zu landen, wenn sie etwas finden, was den chinesischen Behörden nicht gefällt. Vor einigen Jahren hätten sie immer wieder Hinweise auf Zwangsarbeit in Zulieferbetrieben westlicher Firmen gefunden. Ein Unternehmer hätte in der Nähe seiner Fabrik auch ein Gefängnis betrieben. Eine andere Fabrik wirkte wie eine Kulisse. Die Angestellten hätten gar nicht nähen können. Sein Verdacht, damit sollte verschleiert werden, wo wirklich produziert wird. Do you think that there can be cotton coming from Xinjiang where you can clearly say, I 100% guarantee that this is not being produced with slave-like working conditions? Es ist theoretisch möglich, aber extrem unwahrscheinlich. Die chinesische Regierung lässt unabhängige Prüfungen nicht zu. Momentan ist also keine Firma in der Lage zu belegen, dass Baumwolle aus Xinjiang in ihren Produkten garantiert frei von Zwangsarbeit ist. Wenn das Labor also Baumwolle aus Xinjiang in den Klamotten findet, könnten die Unternehmen nur schwer garantieren, dass diese nicht auch mit Zwangsarbeit verarbeitet wurde. Seit anderthalb Jahren sind wir an dieser Geschichte dran. Jetzt sollen die Ergebnisse präsentiert werden. Also es fühlt sich ein bisschen an wie Weihnachten, auch wenn die Sonne scheint. Das Team von Dr. Bohner hat unsere Kleidungsstücke gründlich untersucht und die Ergebnisse mehrfach gegengecheckt. Ja, was sind denn jetzt die Ergebnisse von den ersten Tests? Und wir haben ein Muster aus der Region Xinjiang in unserer Datenbank und können dann dieses Isotopenmuster von dem kleinen Stück vergleichen, ob es übereinstimmend ist mit dieser Region. Wir haben also hier verschiedene Kleidungsstücke von Hugo Boss, Jack Wolfskin, Adidas. Und die Muster, die wir gefunden haben, diese sogenannten Isotopenmuster, passen gut zur Region Xinjiang.
Willkommen zum Steuerung F-Reveal von unserer Baumwolle aus potenzieller Zwangsarbeit. Der erste Treffer, dieser Pulli von Tom Taylor. Man sieht auch, hier wurden die Proben rausgeschnitten. Die sind alle mittlerweile leider unbrauchbar. Aber wir sind nicht nur bei Tom Taylor fündig geworden, sondern auch bei Puma. Und zwar in diesem T-Shirt hier. Und bei der Ultra-Fast-Fashion-Marke Shein. Produziert hauptsächlich in China. Chinesisches Unternehmen, etwas weniger überraschend, aber auch hier offenbar Baumwolle aus Xinjiang drin. Und auch in diesem Hemd von Jack Wolfskin hat das Labor in Jülich mit hoher Wahrscheinlichkeit Baumwolle aus Xinjiang nachgewiesen. Und dann gibt es noch ein paar Treffer von Marken, die sowieso schon stärker mit Zwangsarbeit in Xinjiang in Verbindung gebracht wurden. Und zwar hier zweimal Hugo Boss, einmal in der männlichen Variante und einmal in der weiblichen Variante. Hemd und Bluse, in beiden sehr wahrscheinlich Baumwolle aus Xinjiang drin. Ja, und ganz zum Schluss haben wir noch eine Marke, die wir alle kennen und wo wir auch fündig geworden sind, nämlich Adidas. Und zwar in diesem T-Shirt und auch in diesem T-Shirt. Wir haben alle Unternehmen gefragt, ob in ihren Produkten Baumwolle aus Xinjiang und damit potenziell Zwangsarbeit stecken könnte. Tom Taylor antwortet nicht einmal schriftlich auf unsere Anfrage. Jack Wolfskin äußert sich nicht konkret zu Xinjiang, erklärt aber, Zwangsarbeit sei inakzeptabel. Shein erklärt, sie würden ihre Baumwolle nur von angesehenen Zulieferern beziehen. Hugo Boss bleibt dabei, man beziehe keine Waren aus Xinjiang. Puma teilt mit, dass sie auf Basis ihrer Informationen und Kontrollen keine Baumwolle aus Xinjiang in ihren Produkten hätten. Und Adidas geht sogar so weit zu sagen, dass sie nach ihrem Ermessen nur Baumwolle aus anderen Regionen der Welt in ihren Produkten haben. Die große Frage ist jetzt, wissen es die Unternehmen nicht besser oder haben sie uns belogen? Wir würden weiterhin gern mit Ihnen über unsere Ergebnisse sprechen. Die Interviewanfragen wurden ja leider alle negativ beantwortet. Vielleicht ändert sich das nach Ausstrahlung dieses Films. Und wir stellen auch gerne unsere Rechercheergebnisse zur Verfügung. Ihr stellt euch jetzt vielleicht die Frage, was man tun könnte. So geht es uns auch ein bisschen. Und es ist etwas schwierig, ne? Also ich glaube, tatsächlich sind die großen Unternehmen gefragt, ihre Lieferketten aufzuräumen. Man könnte auch politischen Druck machen. Also Lieferkettengesetz ist ein erster Schritt, aber das müsste noch viel strenger werden. Und am Schluss hilft wahrscheinlich auch nur weniger Klamotten kaufen. Was denkt ihr, was müsste jetzt passieren? Schreibt es uns doch in die Videokommentare. In der Beschreibung zu dem Video haben wir euch außerdem eine geschriebene Reportage beim Magazin Zenit verlinkt. Da haben wir die gesamte Recherche noch einmal dokumentiert. Wenn ihr noch weitere Filme über die Modeindustrie sehen wollt, dann haben wir euch hier einen Film von uns darüber verlinkt, wie Nike Retouren schreddert und unten einen Film von Simplicissimus über Shein.